Okay, also wir haben dann nochmal die Menge in 1000 und die Kosten dazu, und diese Menge und die Kosten dazu geben wir uns einfach in die Tabelle in GeoGebra ein. Ansicht, Tabelle, da kann gibt sich das anzeigen lassen. Also 10, 20 und so weiter. Und wir mit Auto ausfüllen, ganz schnell nach unten ziehen. Und dazu die Kosten, die brauche ich in den 1000 angeben. Das sind einfach die Einheiten. Deswegen spricht man immer von Mengeneinheiten, nicht immer nur von Stück. Da ist halt die Mengeneinheit 1000. Wir haben hier 1000, 1800, 2800, 3500, 4900 und 7000 Euro. Die Kosten sind hier in Euro angegeben. Und haben jetzt das sechs Zahlenpaare, sprich sechs Punkte eigentlich. Und ich mache es jetzt gleich ganz schnell mit dem Regressionsanalyse-Tool. In Excel gibt es genau das gleiche mit Trendlinie. In GeoGebra haben wir es eben auch schon mal gemacht mit Regression. Analyse zweier Variablen. Ich habe die Variable x und dazu die Kosten k von x. Markiert sich einfach die zwei Spalten, entweder so oben mit a, b oder so wie man es auch aus Excel kennt. Und dann gehen wir da auf Analyse zweier Variablen. Es wird kurz nochmal nachgefragt, welche Variablen, was ist meine Datenquelle? Okay, das ist meine Datenquelle für die Spalte A und Spalte B. Und dann klicke ich auf Analyse und dann kommt so ein Datenanalysefenster heraus. Das schaue ich mir mal ein bisschen größer an. Es wird mir da eben automatisch in einem geeigneten Streudiagramm, so nennt man das eben, Punktdiagramm, werden mir diese Punkte eingezeichnet. Also bei 10 haben wir da eben die 1000, bei 20 die 2800 und so weiter und so fort. Punkte, die irgendwie meine Kostenfunktion beschreiben sollen. Jetzt ist die ganz einfache Frage, wie sollte die Funktion da verlaufen? Ich könnte jetzt jedes beliebige Funktion da durchlegen, die genau durch die 6 Punkte geht. Aber es steht in der Angabe, dass es eine kubische Funktion sein soll. Kubisch heißt der Funktion dritten Grades. Irgendwas mit ax hoch 3, bx hoch a plus cx plus d. Nachdem ich aber 6 Punkte habe, hätte ich eigentlich, brauche ich nur 4 Punkte. Wir müssen da eine Trendlinie hinzufügen, ein Regressionsmodell, und das kann ich da unten im GeoGebra ganz schnell auswählen. Und zwar ein Polynomtrend. Polynomfunktion dritten Grades ist eine kubische Funktion. Und ich kann da nun einen Grad angeben. Grad 2a3 haben wir da. Nur mal zur Erinnerung, intern wird da Folgendes gemacht, es wird versucht, die bestmögliche Trendlinie da rein zu basteln. Das haben wir uns schon mal angeschaut, da geht es um die Abstandsquadrate, die da dahinter stecken. Werden wir uns vielleicht nochmal ganz kurz anschauen als Wiederholung. Aber die liegen nicht auf der Kurve drauf, sondern die liegen ein bisschen daneben, drunter und so weiter, weil sie nur Annäherung, also Trendlinie ist. Jetzt haben wir da die Funktion, y ist gleich oder f von x ist gleich, die diese Kostenfunktion angeben soll. Ich sage unter Anführungszeichen soll, weil, wenn sie weiterliest auf dem Angabezettel, da gibt es ein kleines Problem. Das sind jetzt irgendwelche geschätzten Zahlen von einem Produktionsleiter und wir hätten jetzt da mathematisch ein super Trendmodell da eingelegt, das dritten Grades ist, und ich konnte damit irgendwelche Trends voraus berechnen. Nur, da steht schon, warum kann die gefundene Kostenfunktion jedoch keine Kostenfunktion sein? Begründe mit Worten. Ich meine damit, genau um das geht es ja jetzt bei mathematischen Anwendungen. Das kann deswegen eine Kostenfunktion sein, weil da hinten minus 433 steht. Das würde was bedeuten, dass ich negative Fixkosten habe. Das kann es nicht geben. Ja? Es kann nicht sein, dass ich, wenn ich 0 produziere, dass ich einen Gewinn mache von 433, ohne dass ich irgendwas verkaufe, sondern dass die Fixkosten negativ sind, ist absolut unmöglich. Also wer da eben was dazu schreiben möchte, sagt logischerweise gleich, okay, die Fixkosten können nicht negativ sein und daher ist es unmöglich, dass das echt die gesuchte Kostenfunktion ist, oder dass man mit der Kostenfunktion weiterrechnen kann.
Das kann uns kein Computer leisten, das müssen wir uns immer wieder selber praktisch erarbeiten oder selber immer dazufügen, solche Dinge. Deswegen immer gut nachdenken, ob das überhaupt Sinn macht, was der Computer da ausrechnet. Muss also vielleicht eine andere Kostenfunktion hernehmen, ein anderes Trendmodell. Wenn ich das noch weiterführen darf, schauen wir, vielleicht ist ein quadratisches Trendmodell ein bisschen besser. Ja, das passt auch ganz gut. Ich könnte aber auch ein lineares Trendmodell da reinlegen. Was auch immer, nein, nicht wieder negative Kosten oder Fixkosten. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Exponentiellen Trend zum Beispiel wird ganz selten für Kostenfunktion verwendet. Also vielleicht, wenn man Polynomfunktion zweiten Grades nimmt, dann hätte ich da ein vernünftiges Modell. Wieso brauche ich so ein Modell? Das ist in GeoGebra eben sehr nett. Ich kann da sofort irgendwie symbolisch was ausrechnen lassen, sprich einen Trend Vorhersage machen. Die Datenwerte, die ich da jetzt irgendwie habe, würden mir sagen, okay, so ungefähr schaut das aus. Muss man sich dann überlegen, wie gut das Modell jetzt ist. Aber ich konnte so mit der Prognose treffen für zum Beispiel, was kostet mir denn 55? Und ich gebe das da unten ein, 55, drücke für Enter und ich kriege, aha, 55 wäre mir laut dem Modell ungefähr 5.942 Euro kosten, also 55.000 solche Feuerwerkskörper, um das ist gegangen, werden ungefähr das den Preis erzielen, werden die Produktionskosten haben. Oder, wenn ich zum Beispiel haben möchte, möchte bei 25, wenn ich 25.000 so Sachen produzieren möchte, dann habe ich einen guten Schätzwert für das praktisch. Das heißt, dass mit Hilfe dieser Trendlinien, mit Hilfe dieser Regressionsmodelle kann man ganz einfach Schätzungen machen, wenn ich mehr als genügend Daten habe, damit man eben solche Funktionen aufstellen kann. Aber das kann man ja nicht nur für Kostenfunktionen machen, sondern das haben wir für andere Funktionen ja auch schon gemacht.